Die zwei laufen hin, er hebt seinen Hund auf und wie er den Hund aufhebt, hat ihn da in den Hintern gebissen. Seit 1,5 Jahren machen wir ein Martyrium durch. Ja? Und ich habe wirklich Angst, was das Nächste ist, was passiert. Ganz ehrlich. Und ich wünsche niemandem, dass ihm sowas passiert. Binnen 3-4 Sekunden sind die ersten 3 Hunde auf uns losgestürmt. Auf unseren Hund losgebissen in den Nacken. Es war der Todesbiss. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich geglaubt, wir sterben. Ich will einfach nur weg mit meinem Hund. Ich habe gedacht, er stirbt, dass der Kopf schon ab ist und alles. Das waren Mutter und Tochter Gölles. Ihnen ist etwas passiert, was sie bis zum heutigen Tag, insbesondere seelisch, schwer beschäftigt. Sie und ihr Hund Akito sind im Wald von fremden Schäferhunden attackiert worden und hatten offenbar Todesangst. Akito war danach schwer verletzt, Frau Gölles 3 Monate im Krankenstand. Über das Verhalten des Hundebesitzers bei der Attacke haben sie sich, gelinde gesagt, gewundert. Und geärgert haben sie sich darüber, dass die Behörden gegen den Hundehalter, dem so etwas Ähnliches schon öfter passiert sein soll, nicht konsequenter vorgehen. Familie Gölles hat uns geschrieben, ich zitiere wörtlich, dass jede mediale Verbreitung dieser Vorfälle von unserer Seite gewünscht und unterstützt wird, da wir bis zum heutigen Tage nicht glauben können, dass so etwas in Österreich passieren kann und toleriert wird. Maria Zweckmeier berichtet. Wöllersdorf in Niederösterreich. In diesen Wald trauen sich Frau Gölles und ihre Tochter Katharina seit August 2016 eigentlich nicht mehr. Gemeinsam mit Herrn Gölles sind sie auf unser ausdrückliches Ersuchen für die Dreharbeiten noch einmal hierher gekommen. Vor knapp einem Jahr waren Mutter, Tochter und die Schwägerin mit dem Hund Akito zuletzt hier spazieren. Der Weg ist sehr schmal, wir sind hintereinander gegangen. Die Katharina hatte ihren Hund und ja, haben geplaudert die ganze Zeit. Und auf einmal meine Schwägerin, da sind Wölfe. Meine Tochter hat mir dann gleich sofort die Leine in die Hand gedrückt, weil sie Angst hatte. Und ja, dann habe ich es auch schon gesehen, es waren aber Schäferhunde. Zuerst einmal 3, an und für sich war der Besitzer dabei. Die Hunde waren nicht an der Leine. Und binnen 3-4 Sekunden sind die ersten 3 Hunde auf uns losgestürmt, auf unseren Hund losgebissen in den Nacken. Es war der Todesbiss, laut Tierärztin. Und kurze Zeit darauf habe ich dann eben bemerkt, dass auf meinem Bein auch schon ein Hund ist. Akito geht es wieder gut. Aber die 14-jährige Katharina konnte den Vorfall lange nicht verarbeiten. Die hat sie im ersten Monat, im August, die ist überhaupt nicht aus dem Zimmer rausgegangen. Sie wollte sich nicht mit Freunden treffen. Ich bin, glaube ich, 1,5 Monate habe ich bei ihr schlafen müssen. Sie konnte nicht schlafen alleine. Sie hat Angst gehabt, immer wenn es finster war. Und sie geht bis heute nicht mit dem Hund spazieren. Und wie war das damals, wie das passiert ist, wie die Hunde da auf einmal da gestanden sind? Ich habe es gar nicht realisieren können im ersten Moment. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich will einfach nur weg mit meinem Hund. Ich habe gedacht, er stirbt, dass der Kopf schon ab ist und alles. Akito hätte stark am Genick geblutet, erzählt uns Frau Gölles. Und wie sie verzweifelt versucht hätte, den fremden Schäferhund, der sich in ihr Bein verbissen hat, abzuschütteln. Wo war eigentlich der Besitzer der Schäferhunde? Der war zwar herbeigeeilt, aber Katharina und ihre Mutter hatten den Eindruck, dass er nur tatenlos zusieht. Ich habe das Gefühl gehabt, die warten, bis wir halt gelegt sind. Also. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie da wieder sind und darüber nachdenken? Schlimm. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich geglaubt, wir sterben. Waren die so aggressiv? Waren so aggressiv. Ich habe wochenlang, ich war 3 Monate im Krankenstand, ich konnte nicht schlafen. Jedes Mal, wenn ich die Augen geschlossen habe, waren eigentlich, ich habe immer wieder die Zähne und das Fletschen und das Knurren von den Hunden, das kriegt es heute noch nicht aus dem Kopf. Der Halter der Schäferhunde heißt Erich Ehrendorfer und lebte damals auch in Wöllersdorf. Er hat mit seinen Hunden schon viele Preise gewonnen und gilt als renommierter Züchter von deutschen Schäferhunden. Außerdem ist er Vorsitzender eines Zuchtvereins. Herr Ehrenhofer führte uns über sein Grundstück und zeigte uns den Welpenauslauf und die Zwinger am Gelände. Für Hunde, die zur Ausbildung bei ihm sind.
Er schilderte uns, wie er den Vorfall im letzten August wahrgenommen hat. Ich gehe darauf, hab die vier Stück, die dabei waren, am Brustgeschirr und an der Leine und komme dann schon im Wald drinnen zu einer Biegung und ich denke mir noch, ist das jetzt wild, spüren Zupfer in der Hand und die beiden Hunde entreißen sich und sind weg. Ich war vielleicht so 50, 70 oder 80 Meter vom Tatort weg in einer Kurve, habe die beiden anderen Hunde noch an der Leine gehabt, bin sofort nach und wie ich dorthin komme, sehe ich natürlich nur mehr ein Tumult. Mit Worten brauchen sie, oder sagen wir so, mit Hundenamen brauchen sie das Ganze dort nicht mehr trennen. Da kann es nur mehr schreien aus, nicht? Mehr geht da nicht mehr. Bin dann zu den Damen gegangen, sage, was ist passiert, kann ich helfen? Da ist nur mehr gerufen worden, Anwalt, Polizei und wir wollen nicht sprechen mit ihnen. Sage, zeigen Sie mir wenigstens Ihre Verletzung. Nein, auch das durfte ich nicht sehen. Und so hat Herr Ehrenhofer seine Hunde dann nach Hause gebracht und ist gleich zur Polizei gegangen, um den Vorfall zu melden. Dort waren bereits Frau Gölles, ihre Tochter und die Schwägerin. Auch dort hätte er versucht, mit Frau Gölles zu sprechen. Vergeblich, sie wurde mit der Rettung weggebracht. Für Herrn Gölles waren die Ereignisse alles andere als harmlos. Er wirft dem Hundehalter grobe Fahrlässigkeit vor. Was mich daran so schockiert, ist eigentlich, dass ein Hundezüchter ist. Dass ein Hundehalter, der seine Hunde nicht verwahren kann. Die Hunde sind auf Stellen und Beißen trainiert. Das sieht man, er postet Internetvideos davon. Nicht korrekt verwahrt, sondern einfach freilaufend lässt. Herr Ehrenhofer ist stolz auf die spezielle Ausbildung seiner Schäferhunde. In diesem YouTube-Video sieht man Hunde bei der Schutzarbeit. Der Helfer, mit dem der Hund arbeitet, der hat einen Arm drauf. Und in diesen Arm darf der Hund beißen und auf Kommando geht er raus. Wenn ich den Arm weglege, können Sie mit dem Hund machen, was Sie wollen. Also wir machen keine Zivilschutzausbildung, sondern das ist rein Sport und sonst gar nichts. Das ist Unterordnung, das sind Beißarbeiten. Alle natürlich auf Kommando und mit den ganzen Unterordnungsübungen, die dazugehören. Und das ist Pferdenarbeit, das ist Hundeausbildung. Hat überhaupt nichts jetzt zu tun, vielleicht Hunde scharf zu machen und auf Menschen zu gehen. Aber trotzdem sind seine Hunde schon vor der Attacke auf Familie Gölles zweimal auffällig geworden. Also der erste Vorfall bezieht sich auf einen kleinen Welpen. Da geht eine Frau bei der Tür raus, der Welpe läuft hin. Vor dir über die weiße Leggings runter, zerreißt sie und verletzt sie im Oberschenkel. Wurde deklariert als Hundebiss. Mehr sage ich dazu nichts. Der zweite Vorfall, ich bin schon bei meinem Auto, da auf der Ecke. Verwahrt, will die Hunde einladen. In dem Moment kommt vom Förster der Sohn herunter, wieder mit so einem kleinen Hund. Die zwei laufen hin, er hebt seinen Hund auf und wie er den Hund aufhebt, hat ihn da in den Hintern gebissen. Das waren die beiden Vorfälle in Kurzform. Und hat es irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen für Sie gegeben? Beim zweiten Mal wurde das Verfahren eingestellt, hat es gar nichts gegeben. Und beim ersten Mal hatte ich von der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, entweder eine Verhandlung oder 800 Euro zu zahlen. Ich habe die 800 Euro zahlt und fertig. Herr Gölles möchte, dass mit aller Härte gerichtlich gegen den Hundehalter vorgegangen wird. Und auch von der Gemeinde sollte endlich etwas unternommen werden. Wir haben den Bürgermeister von Wöllersdorf, Steiner Brückel, kontaktiert. Per E-Mail teilte er uns mit, dass er von den drei Vorfällen erst im letzten September erfahren hat. Daraufhin hat er ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und mit Bescheid von Dezember 2016 die Ehrenhofer Hunde als auffällig eingestuft. Auffälliger Hund, was heißt das? Welche Rechtsfolgen hat das für Hund und Herrl? In Niederösterreich gibt es ein eigenes Hundehaltegesetz. Da steht in § 3, auffällig ist ein Hund, wenn bei ihm von einer Gefährlichkeit auszugehen ist, weil er etwa einen Menschen oder ein Tier durch Biss schwer verletzt hat, ohne selber angegriffen oder dazu provoziert worden zu sein. Und drei Paragraphen weiter unten steht in diesem Gesetz, dass die Gemeinde jemandem das Halten eines solchen auffälligen Hundes untersagen kann, wenn davon auszugehen ist, dass er nicht in der Lage ist, eine Gefährdung von Menschen abzuwenden. Ein paar Beispiele werden dafür genannt. Wenn etwa der Hundehalter mehrfach wegen Verstößen gegen dieses Gesetz bestraft worden ist. Herr Gölles ist der Meinung, dass die Gemeinde zu nachsichtig mit dem Hundehalter ist. Er und seine Frau haben daher einen Anwalt engagiert, Magister Wolf aus Mödling.
Herr Gölles behauptet, dass der Bürgermeister schon viel früher von der Gefährlichkeit der Ehrenhofer Hunde wusste und trotzdem untätig geblieben ist. Ich kann sicher sagen, dass er vom zweiten Vorfall Kenntnis hatte. Den hat er mir nämlich selber erzählt, von dem wusste ich nämlich vorher nichts. Das hat er mir sozusagen, wie ich auf der Gemeinde war und von dem Vorfall berichtet habe, und sozusagen ihn darauf hingewiesen habe, dass es hier Hunde gibt, die beißen, hat er mir den Vorfall davor geschildert. Spätestens nach diesem zweiten Vorfall hätten die Hunde als auffällig eingestuft werden müssen, meint Magister Wolf. Dieses Versäumnis der Gemeinde hat dazu geführt, dass es zu weiteren Vorfällen gekommen ist. Man kann davon ausgehen, das heißt, wenn die Gemeinde einen Hund einmal einstuft als auffällig, dass hier der Hundehalter mit einer besonderen Vorsicht weiter vorgeht. Weil er Angst davor haben muss, dass weitere Konsequenzen folgen und strafen. Aber zunächst will man gegen den Hundehalter vorgehen. Es ist Strafanzeige erstattet worden. Die Familie Gölles und auch die weitere Verwandte haben sich dem Strafverfahren mit als Privatbeteiligte angeschlossen. Das heißt, hier werden gleich die vorläufigen Schmerzensgeldbeträge und was da noch dazugehört, geltend gemacht. Die Verletzungen an Frau Gölles Bein stuft der Anwalt als schwer ein. Insgesamt will Familie Gölles vom Hundehalter 55.000 Euro Schmerzengeld haben. Davon entfallen jeweils 15.000 Euro auf die psychischen Schmerzen, die Mutter, Tochter und Schwägerin erlitten haben wollen. Und hier ist es so, dass diese traumatischen Behandlungen, die Traumabehandlungen, einen weitaus größeren Betrag ausmachen als die körperlichen Verletzungen alleine. Der Anwalt erwartet, dass in den nächsten Monaten die Strafverhandlung stattfinden wird. Unabhängig davon ist Herr Gölles vom Verhalten der Gemeinde enttäuscht. Was hätten Sie sich konkret gewünscht, dass die Gemeinde unternimmt? Ich hätte mir konkret nach dem dritten Vorfall gewünscht, dass die Gemeinde ein Hundehalteverbot ausspricht. Weil niemand garantiert der Gemeinde Wöllersdorf-Steinerbrückl, dass das nicht wieder passiert. Aber damit wird sich die Gemeinde Wöllersdorf-Steinerbrückl nicht mehr auseinandersetzen müssen. Denn Herr Ehrenhofer ist samt seiner Schäferhunde weggezogen. Am Telefon erzählte er uns aber, dass sein Umzug nichts mit den Vorfällen zu tun hätte. Derzeit wartet man auf die Hauptverhandlung beim Strafgericht. Diverse Gutachten über die Verletzungen von Körper und Psyche werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Zum nächsten Fall. Da hat uns Frau Koppertz geschrieben. Mein Vater ist 89 Jahre alt, vermögend, dement und besachwaltet. Beginnend mit 2007 wurde er Opfer eines Betrügers. Mein Vater übergab ihm Bargeld und Sparbücher und belastete auch sein Grundstück mit einer Bürgschaft. Er musste einen Kredit in sehr hoher Summe aufnehmen, um die Bürgschaft abzudecken. Kurz und gut, der Großteil des Vermögens ist weg und vom Betrüger ist vermutlich nichts zu holen. Aber so meint Frau Koppertz, es gäbe trotzdem eine einfache Lösung, um die finanzielle Misere des alten Mannes zu beenden. Aber die Sachwalterin ihres Vaters, eine Rechtsanwältin, würde sich dieser Lösung verschließen. Mein Kollege Hannes Auer hat sich die Argumente von allen Seiten angehört. In Sickertskirchen in Niederösterreich steht das Haus von Ingenieur Johann Koppertz. Zum ersten Mal waren wir Ende Februar dort. Früher war Herr Koppertz ein wohlhabender Geschäftsmann. Vom wirtschaftlichen Erfolg ist nicht viel geblieben. In seiner einstmals schönen Villa gäbe es viel zu reparieren. Der Putz bröckelt von den Wänden, die Terrassenfliesen gehören erneuert und die Heizung funktioniert nicht mehr richtig. Aber für eine Sanierung fehlt das Geld. Im Gegenteil, Herr Koppertz hat Schulden. Ein Betrüger hat ihm sein Vermögen abgenommen. Die Tochter hat erst davon erfahren, als es zu spät war. Ich wusste es nicht bis zum Sommer 2015. Mein Vater hat es verborgen. Hat mir nichts davon erzählt. Und im Sommer 2015 habe ich ihn zufällig vor der Bank getroffen, mit einem Kontoauszug in der Hand, und den hat er mir gezeigt. Mehr als eine halbe Million Euro ist verschwunden. Wo das Geld hingekommen ist, weiß außer dem Betrüger niemand. Er sitzt im Gefängnis. Herr Koppertz kann dazu nicht viel sagen. Und wie hat er das angestellt? Wie sind Sie reingefallen auf den? Ganz raffiniert. Ganz raffiniert. Es ist eine Alzheimer-Erkrankung, die dem 89-Jährigen das Sprechen und Denken schwer macht. Für die finanziellen Probleme gäbe es aber eine Lösung. Denn wenige Schritte von seinem Haus entfernt besitzt Herr Koppertz ein weiteres, viel größeres Grundstück.
Es ist als Bauland gewidmet und einer Schätzung nach mehr als 900.000 Euro wert. Würde das Grundstück verkauft, wären die Schulden mit einem Schlag beglichen und es wäre sogar noch reichlich Geld übrig. Die Tochter Alexandra Koppert hat einen Makler beauftragt. Es geht um das Grundstück dort drüben. Das hat ca. 13.000 Quadratmeter mit 8.000 Quadratmeter Bauland und 5.000 Quadratmeter Grünland. Ganz schön groß, das schauen wir uns an. Gerne, bitte. Sagen, ja. Es liegen bereits Angebote vor und aus Sicht der Tochter könnte das Grundstück längst verkauft sein. Doch Frau Koppertz ist inzwischen nicht mehr Sachwalterin ihres Vaters. Das Gericht hat eine Rechtsanwältin aus Klosterneuburg zur Sachwalterin bestellt und ohne deren Zustimmung ist ein Verkauf nicht möglich. Die Tochter ist verärgert. Wenn eine Sachwalterin für diesen Zweck und nur im Grunde spezifisch für diesen Zweck bestellt wird, weil ich eben nicht sachkundig bin, nur ein Buchhalter und sie eine Anwältin und das besser kann, dann würde das auch schnell vonstatten gehen. Aber so ist es nicht. Die Frau Magister Werner ist im Februar vorigen Jahres bestellt worden. Wir haben jetzt Ende Februar ein Jahr später und mein Vater hat noch immer Schulden in astronomischer Höhe und ein Grundstücksverkauf liegt in weiter Ferne. Ich glaube, die Sachwalterin hat ja Ihnen auch den Auftrag entzogen, irgendwie das Grundstück zu verkaufen. Wie haben Sie da reagiert? Ich habe das Problem gehabt, dass keine Antwort von der Sachwalterin gekommen ist und da die Kaufanbote sozusagen bald ausgelaufen sind, habe ich sofort das Gericht informiert auch. Das Gericht hat die Sachwalterin informiert und die Sachwalterin hat mir gedroht, sie wird mich verklagen wegen übler Nachrede und hat mir den Auftrag entzogen. Wir fahren nach Klosterneuburg und fragen bei der Sachwalterin Magister Ulrike Werner nach, warum das Grundstück immer noch nicht verkauft ist, während die Schulden von Herrn Koppertz bei der Bank durch die Zinsen ständig anwachsen. Die Antwort, das vorliegende Angebot wäre nicht seriös. Es enthalte zu viele Bedingungen, die eindeutig zum Nachteil von Herrn Koppertz wären. Als Sachwalterin dürfe sie das nicht akzeptieren. Ich kann doch bitte nicht ein Grundstück verkaufen oder mein Grundstück verkaufen, unter der Prämisse, dass ich mich verpflichte, zu schauen, dass der Käufer für sein Bauvorhaben eine Baubewilligung bekommt. Und noch besser, das Geld kriege ich erst dann, wenn er eine unanfechtbare Baubewilligung in letzter Instanz hat. So, was ist jetzt? Wenn er die Baubewilligung nicht kriegt, wie soll ich mich um seine Baubewilligung kümmern? Also Sie werden verstehen, das ist nicht annehmbar. Da haut mich jedes Gericht aber mit nassen Putzfetzen davon. Das geht nicht. Ich habe das der Alexandra Koppertz erklärt. Ich habe das dem Immobilienmakler erklärt. Es ist niemand in der Lage, meinen Ausführungen zu folgen. Es gäbe aber bereits Verhandlungen mit seriösen Bietern. Frau Koppertz reicht diese Erklärung nicht. Sie hat beim Gericht beantragt, wieder selbst zur Sachwalterin bestellt zu werden. Das Bezirksgericht Tulln will aber erst nach dem Verkauf des Grundstücks über eine Umbestellung entscheiden. Dagegen hat Frau Koppertz Rekurs eingelegt. Jetzt muss sich das Landesgericht St. Pölten damit befassen. Ende Juni, 4 Monate später. Das Landesgericht St. Pölten hat inzwischen entschieden und dem Rekurs von Frau Koppertz Folge geleistet. Sie wird dadurch zwar noch nicht Sachwalterin, doch das Landesgericht gibt dem Bezirksgericht den Auftrag zu prüfen, ob die Rechtsanwältin ihren Aufgaben als Sachwalterin ausreichend nachgekommen ist. Zitat: Es werden dazu jedenfalls weitere Erhebungen und Feststellungen erforderlich sein, insbesondere durch eine nachvollziehbare und transparente Darstellung durch die Sachwalterin, woran konkret bislang Verkaufsbemühungen gescheitert sind. Diesem Auftrag ist das Bezirksgericht Tulln mittlerweile gefolgt. Magister Ulrike Werner bleibt Sachwalterin, entscheidet das Gericht erneut. Die Rechtsanwältin habe bereits entscheidende Schritte zum Verkauf des Grundstücks gesetzt. Persönliche Differenzen zwischen Alexandra Koppertz und ihr seien kein ausreichender Grund, die Sachwalterschaft umzubestellen, so der Beschluss. Wir fahren wieder nach Sickertskirchen zu Familie Koppertz, um zu fragen, wie es jetzt weitergehen soll. Als wir ankommen, herrscht Aufregung. Die Sachwalterin habe die Gebäude auf dem zu verkaufenden Grundstück räumen lassen, erzählt uns Herr Koppertz, gegen seinen Willen. Unter anderem ist ein Traktor weggebracht worden und gelagertes Holz. Da daneben ist ein Stoß gestanden mit Kantholz. Erstklassige Ware. Ja, so schaut es jetzt aus. Und der Traktor? Wo war der Traktor? War der hier?
Der Traktor, ja, der Traktor, der ist drüben im Keller ausgestanden. Ja, aber es ist ja nicht nur der Traktor. Wir haben ja alles, was irgendwie noch Maschine ausgeschaut hat, weggeholt. Bei Nacht und Nebel. Wie ich dann am Abend gekommen bin nach der Arbeit, war die Polizei schon da. Und dann haben wir genau geschaut und haben gesehen, dass nicht nur Holz fehlt und offenbar ein Tierkopf und Sonstiges, sondern es fehlt der Traktor, die Mostpresse, es fehlt die Kreissäge, es fehlt ein Grupper, ein Anhänger, ein Pflug. Ja. So drin, die Sorge haben ja, damit. Kreissäge ist auch weg, höre ich gerade. Also es ist alles mitgenommen worden, was da was auf dem Areal Die Sachwalterin versteht die Aufregung nicht. Die Familie sei darüber informiert worden, dass die Gegenstände auf dem Grundstück verkauft werden müssen. Andernfalls würde alles automatisch ins Eigentum des Käufers übergehen, ohne dass dieser dafür extra bezahlen müsste. Von einer Nacht- und Nebelaktion könne keine Rede sein. Sie haben es gewusst, weil zwei oder drei Wochen bevor ich die Sachen abholen habe lassen, habe ich mit der Frau Koppertz telefoniert, mit der Frau Koppertz Senior, und habe sie noch einmal gebeten um die Papiere. Ich habe gesagt, ich werde den Traktor abholen. Ihr Mann hat das Telefonat mitgehört, er stand daneben, weil er hat hinten geschrien, kommt nicht in Frage. Also haben sie es gewusst. Trotzdem habe die Familie sie angezeigt, worauf Magister Werner bei der Polizei vorsprechen musste. Gegen den Beschluss des Gerichts, der Magister Werner als Sachwalterin bestätigt, hat Frau Koppertz aber keine Rechtsmittel mehr eingelegt. Die Frustration bleibt. Seit eineinhalb Jahren machen wir ein Martyrium durch. Ja? Und ich habe wirklich Angst, was das Nächste ist, was passiert. Ganz ehrlich. Und ich wünsche niemandem, dass ihm sowas passiert. Man ist als Angehöriger genauso entmündigt, ja, wie der Besachwalterte selbst. Man hat nichts zu sagen, man wird abgeschusselt, man wird als lächerlich hingestellt, ja, und als lästig vor allem. Unfähig. Ja, und als unfähig auch, ja, als rechtsunkundig oder wie auch immer. Schaut sie so aus, wie wir uns nicht bis fünf erzählen können. Sie hätten gern, dass Ihre Tochter wieder die Sachwalterschaft übernimmt? Ja, das verlange ich jetzt. Ja, das verlange ich jetzt. Oh, ja, selber. Das ist ja. Ja. Elisabeth, das ist ein Grund, warum wir das jetzt verlangen. Ja. Verstehst du? Papa. Alexandra. Dass du Sachwalter wirst. Ja. 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 Das ist ein Grund. Ja. Ja, du verlangst das ja eh schon die ganze Zeit. Das wird ja, nur nicht erhört. Aber du bist nicht fähig dazu, haben sie immer gesagt. Ja. Ja. Wir müssen jetzt beweisen, wozu wir fähig sind. Nein, ich mache. Aber das Grundstück ist immer noch nicht verkauft. Für Familie Koppertz ist die Sachwalterin dafür verantwortlich. Seit unserem Besuch im Februar 2017 sind Monate vergangen. Warum jetzt seitdem noch immer kein Verkauf, obwohl Sie damals schon Angebote vorliegen hatten, von denen auch Sie gesagt haben, Sie seien seriös? Nein, es war ein seriöses Angebot, die anderen waren ja nicht annehmbar. Und dieses eine seriöse Angebot steht. So, die Grundstücksteilung wurde durchgeführt, jetzt ist die Finanzierung zu klären. Und man muss einem Käufer auch ein bisschen eine Zeit einräumen, noch dazu, wo man ihm im Wort ist. Was glauben Sie, wie lange es wirklich dauern wird, bis man das abschließen kann? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht wirklich sagen. Also da muss man heute jetzt einmal warten. Aber es liegt beim Notar. Es ist mit der rechtsfreundlichen Vertretung der Käufer bereits beschlossen. Und man wird sehen. Ich meine, ich habe Ihnen gesagt, für mich ist ein Vertrag dann erfüllt, wenn der Käufer im Grundbuch ist und das Geld am Konto des, also der Käufer im Grundbuch ist und das Geld des Verkäufers am Konto ist. Solange das nicht passiert ist, wachsen die Schulden von Herrn Koppertz weiter an. Auf dem Kreditkonto steht ein Minus von bald 600.000 Euro. Jetzt ist der Kredit wieder verlängert worden. Das sind Kosten, da hat man ein Kreditzuzählungsentgelt, es fallen wieder Zinsen an. Es kostet immer wieder nur Geld. Ja. Und ich denke mir, es ist besser, der Vater hat endlich diese Schulden weg, die ihn so belasten. Und man verliert ein paar tausend Euro und es ist endlich erledigt. Also man kann Familie Koppertz jetzt nur wünschen, dass bald einmal ein Verkauf des Grundstückes zu fairen Bedingungen gelingt. Solche Konflikte, wo Betroffene und ihre Angehörigen den Eindruck haben, dass man beim Sachwalter oder bei Gericht über sie drüberfährt,
sind bei uns übrigens keine Seltenheit. Vielleicht ändert sich das in knapp einem Jahr, wenn das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft tritt. Es setzt auf mehr Hilfe und Unterstützung für Betroffene, also auf Entmündigung, und auch die Rolle der Angehörigen soll gestärkt werden. Vor knapp einem halben Jahr haben wir über einen Fall berichtet, wo zwei gerichtliche Instanzen komplett unterschiedlicher Meinung waren und wo damals noch nicht klar war, wie der oberste Gerichtshof entscheiden würde. Es ging um Frau Akpata, deren Vater mittels DNA-Tests zwar eindeutig festgestellt worden war, sich aber zeitlebens nie um sie gekümmert hat, keinen Kontakt zu ihr wollte und sie in seinem Testament auch nicht bedacht hat. Aber müsste Frau Akpata als leibliche Tochter nach dem Tod des Vaters nicht wenigstens einen Pflichtteil vom Erbe bekommen? Und müssten die wertvollen Liegenschaften, die der Vater vor seinem Tod verschenkt hat, nicht in das Erbe eingerechnet werden? Und wie ist das mit dem Notar, der Frau Akpata nie vom Tod des Vaters verständigt hat? Meine Kollegin Maria Zweckmeier weiß mittlerweile, wie der oberste Gerichtshof entschieden hat. Dezember 2015. In dieser Wohnhausanlage in Wien-Simmering haben wir unser erstes Treffen mit der Dekorateurin Jasmine Akpata. Sie lebt hier mit ihrem Mann, einem UNO-Angestellten und den drei gemeinsamen Kindern. Vor ein paar Monaten hat sie eine Klage über fast 140.000 Euro bei Gericht eingebracht. Das Geld will sie von der Republik Österreich. Denn durch deren Schlampigkeit sei sie um ihr Erbe gebracht worden, behauptet sie. Ich wurde 1969 geboren, unehelich, hat bedeutet, dass mich der Dorfpfarrer nicht taufen wollte. Ich musste in der Stephanskirche getauft werden dann. Und Beziehung zu meinem Vater gab es nie. Mein Vater wollte mich nicht. Also er hätte eher eine illegale Abtreibung bei meiner Mutter bezahlt, als die Alimente für mich bezahlt. Und es gab dann einen Vaterschaftstest, einen gerichtlich angeordneten, weil er halt vehement bestritten hat, dass er mein Vater ist, der zu 99,999% halt, gezeigt hat, dass ich seine Tochter bin. Mein Vater hat dann sie jahrelang geweigert, Alimente zu zahlen. Es waren immer Gerichtsverfahren anhängig. Die Mutter von Frau Akpata, hier ein Foto von ihr, ist bereits gestorben und wollte mit ihrer Tochter nie über die Beziehung reden, die zu ihrer Geburt geführt hat. Als Frau Akpata dann erwachsen war und heiratete, hatte sie zuletzt versucht, mit dem Vater Kontakt aufzunehmen. Aber das hatte er abgelehnt. Mit der knappen Begründung, seine zweite Frau würde das nicht wollen. Wie es dann mit dem Vater weitergegangen ist, hat Frau Akpata erst Jahre später erfahren. Das war ein ganz komischer Zufall. Ich habe voriges Jahr im Oktober eine neue Arbeitskollegin bekommen und die wohnt da draußen bei und wir kommen halt so zum Reden und ich sage, ja, ich habe da draußen, mein Vater lebt da draußen und ist ein kleiner Ort, ist nicht sehr groß und sie sagt, naja, wie er halt heißt und so und ich sage halt den Namen und sie sagt, du, da muss ich jetzt einmal meine Burschen fragen, die zur Großen, weil die sind bei der Feuerwehr, die kennen sicher rundherum alles. Weil sie hat ihm persönlich den Namen nicht gekannt. Und zwei oder drei Tage später kommt sie und sagt, schau, ich zeig dir jetzt was. Und zeigt mir am Handy ein Foto mit dem Grabstein, wo der Name von meinem Vater draufsteht und das Geburts- und das Sterbejahr. Und das war von 1940 bis 2004. Also und das war praktisch 10 Jahre, ich war der schon tot, bis ich erfahren habe. Frau Akpata zeigte uns das Grab ihres Vaters. Hier ist auch seine erste Frau begraben. Sie wurde nur 23 Jahre alt und war im 8. Monat schwanger, als sie von einem Auto überfahren wurde. Frau Akpata glaubt, dass sich dieser Unfall auch auf seine nächste Beziehung ausgewirkt hat, auf die Beziehung zu ihrer Mutter. Waren die seelischen Wunden des Vaters nach dem tragischen Todesfall vielleicht noch nicht vernarbt? War das der Grund dafür, dass ein Kind jetzt so gar nicht willkommen war? Erst viel später hat der Vater dann noch einmal geheiratet und eine eheliche Tochter bekommen. Als er 2004 starb, haben weder seine Familie noch der Notar Frau Akpata verständigt. Ich hätte nur gern halt einfach gehabt, dass ich weiß, okay, der Mann ist jetzt tot. Einfach nur, ich sage, okay, ich kann mit ihm abschließen, mein Vater gibt es nicht mehr oder meinem Erzeuger gibt es nicht mehr. Und ja, vielleicht hätte ich sogar Kerzen anzünden für ihn. Aber immerhin hatte der Vater südlich von Wien, in der Nähe von Baden, Grundstücke. Das hier ist eines davon. Obwohl sie als Weingärten benutzt werden, sind die Liegenschaften großteils als Bauland gewidmet. Diese Grundstücke sollen über 1,5 Millionen Euro wert gewesen sein, als ihr Vater starb, hat Frau Akpata mit ihrem Anwalt recherchiert. Aber sie betonte, dass es ihr nicht nur ums Geld geht. Ich bin schon vom Tod meiner Großeltern nicht verständigt worden, was nicht in Ordnung ist eigentlich. Ja? Und ich bin nicht, aber da gibt es kein Gesetz dafür. Ja? Und es ist einfach...
ich bin nicht verständigt worden. Und das ist eigentlich eine Frechheit. Weil gerade in Österreich, wo man wirklich von der Geburt bis zum Tod andauernd irgendwo sich melden muss und irgendeine Nummer hat oder irgendwas machen muss, ja, auf irgendein Amtel, und dann kann sowas passieren, also das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Dezember 2015, Landesgericht Wiener Neustadt. Frau Akpater hat die Republik Österreich geklagt. Sie und ihr Anwalt sind der Meinung, dass der für die Verlassenschaft zuständige Notar, der als Gerichtskommissär tätig war, einen Fehler gemacht hat. Und dafür müsse die Republik gerade stehen. Der Notar hat Frau Akpater vom Tod des Vaters nicht verständigt, weil der offiziell vermögenslos war. Die wertvollen Gründe hatte der Vater schon lange vor seinem Tod seiner Frau geschenkt. Aber diese Schenkungen müssten ins Erbe eingerechnet werden, sagte der Anwalt. Frau Akpater stünde ein sogenannter Schenkungspflichtteil zu. Nur ist es so, dass dieser Schenkungspflichtteil binnen 3 Jahren nach dem Tod des Erblassers geltend gemacht werden muss, dann ist er verjährt. In unserem Fall konnte meine Mandantin diesen Anspruch nicht binnen 3 Jahren geltend machen, weil sie ja vom Tod ihres Vaters gar nichts erfahren hat. Wenn sie aber vom Notar verständigt worden wäre, dann hätte sie den Anspruch fristgerecht geltend machen können. Jetzt ist er verjährt und deshalb der Schadenersatzanspruch gegen die Republik Österreich. Eingeklagt hat Frau Akpater knapp 140.000 Euro, ein Zwölftel des geschätzten Wertes des Nachlasses. Wieso ein Zwölftel? Erben wären nach dem Gesetz seine Frau, seine eheliche Tochter und Frau Akpater zu je einem Drittel. Jetzt gibt es aber ein Testament zugunsten der Frau und der ehelichen Tochter. Trotzdem müsste Frau Akpater als Tochter wenigstens die Hälfte vom gesetzlichen Erbe bekommen. Das nennt man Pflichtteil. Die Hälfte von einem Drittel ist ein Sechstel. Aber ein Erblasser kann den Pflichtteil nochmals halbieren, wenn es nie ein nahe Verhältnis zwischen ihm und seinem Kind gegeben hat. Die Hälfte von einem Sechstel ist ein Zwölftel. Und so sind wir jetzt bei den 140.000 Euro, die Frau Akpater vom Erbe haben will. Dr. Arzberger von der Finanzprokuratur, das ist gewissermaßen der Rechtsanwalt des Staates, sagte, dass er Frau Akpater schon versteht, aber... Andererseits stand es ausdrücklich im alten Außerstreitgesetz, dass der Gerichtskommissär jede weitere Verständigung zu unterlassen hat, wenn kein Vermögen in der Verlassenschaft ist, so wie es da war. Das heißt, wir erkennen keinen Fehler. Der Gerichtskommissar hat tatsächlich all das gemacht, was im Gesetz vorgeschrieben ist. In der Verhandlung musste der Richter klären, ob eine Verständigungspflicht des Gerichtskommissärs, also des Notars, bestand oder nicht. Und falls ja, ob die Ansprüche vielleicht schon verjährt sind. Und ein Sachverständiger sollte klären, wie viel die Liegenschaften des Vaters von Frau Akpater wert waren, als er starb. Offenbar war alles sehr kompliziert. Wir werden sehen. Wir gehen allerdings beide Parteien davon aus, dass der oberste Gerichtshof letztlich entscheiden wird. Es laufe gut für seine Mandantin, meinte Dr. Schöber. Wir sind durchaus zufrieden, weil der Richter bei den beiden zentralen Punkten, nämlich einerseits, ob eine Verständigungspflicht bestand und andererseits, ob die Ansprüche schon verjährt wären, doch in beiden Punkten uns gefolgt ist. Da ja dann doch Momente von der Gegenseite entkräftet worden sind, freut es mich doch, dass doch auf Richtung Gerechtigkeit geht. Ein halbes Jahr später, im Juni 2016, war dann das Gutachten des Gerichtssachverständigen über den Wert dieser Liegenschaften da. Man ging wirklich von 1.570.000 Euro aus. Der Anteil von Frau Akpater wären also rund 140.000 Euro. Wieder am Landesgericht Wiener Neustadt. Heute war auch der Notar geladen. Ihm hatte die Finanzprokuratur den Streit verkündet. Da weder der Notar noch sein Anwalt uns ein Interview geben wollten, erklärte Dr. Arzberger, was das bedeutet. Das ist im Amtshaftungsgesetz so vorgesehen, dass man dem Organ, dem etwas vorgeworfen wird, den Streit verkündet, damit er sich entsprechend im Gerichtsverfahren auch verteidigen kann und teilnehmen kann. In der Verhandlung wurde Frau Akpater dann befragt, wann und wie sie vom Tod des Vaters erfahren hat und warum erst 10 Jahre später. Sie war nach der Verhandlung ein wenig aufgebracht. Ich hätte meinen Vater alle 3 Jahre anrufen sollen und fragen, ob er noch lebt. Ist halt jetzt ein bisschen komisch, wenn man keinen Kontakt hat, aber wenn es die Herren Anwälte so meinen, soll es halt so sein. Hat Sie das ein bisschen empört oder aufgeregt? Ja, es hat mich ein bisschen aufgeregt, dass ich da als Lügnerin hingestellt wäre oder...
dass man annimmt, dass man, wenn man normale Dekorateurin ist, oder dass man da ein Jurastudium auch noch hinter sich bringen sollte, um zu erben, oder? Das heißt, Ihre Mandantin ist ein Mitverschulden vorgeworfen worden, was sagen Sie? Das ist richtig, das ist allerdings ein Vorwurf, der aus meiner Sicht überhaupt nicht greift, denn es besteht sicherlich keine Verpflichtung, sich zu erkundigen, ob Angehörige schon verstorben sind. Das wäre meiner Mandantin auch nicht möglich gewesen, weil sie ja keinen Kontakt hatten, sondern vielmehr ist es so, dass die Verlassenschaftsabhandlung in Österreich, wie das sicher auch im allgemeinen Rechtsbewusstsein verankert ist, eben vorsieht, dass man vom Notar beim Tod eines Angehörigen verständigt wird. Darauf durfte sich meine Mandantin mit Recht verlassen und diesem Vorbringen der Gegenseite. Ich denke, das wird in keinster Weise erfolgreich sein. Die Finanzprokuratur argumentierte, Frau Akbata hätte sich schon regelmäßig erkundigen müssen, ob ihr Vater noch lebt. Wenn ich weiß, dass mein Vater ein erhebliches Vermögen hat und wenn ich vorhabe, Pflichtteilsansprüche geltend zu machen und wenn ich nicht übergangen werden will, dann mache ich das. Man kann natürlich einen Notar beauftragen, man kann selber beim Gemeindeamt nachfragen. Also ein bisschen könnte man sich um die eigenen Sachen kümmern. Ich halte diesen Vorwurf durchaus für legitim. Doch das Landesgericht Wiener Neustadt folgte der Finanzprokuratur nicht und gab Frau Akbata in erster Instanz recht. Die Republik Österreich sollte ihr 130.909 Euro plus Gerichtskosten bezahlen. Juli 2017, ein Jahr später. Nach einer Berufung der Finanzprokuratur ist plötzlich alles ganz anders. Frau Akpaters Anwalt erklärt uns, dass in der zweiten Instanz das erste Urteil umgedreht wurde. Frau Akpater soll nichts bekommen. Hauptargument, wenn der Nachlass vermögenslos ist, müssen die Pflichtteilsberechtigten nicht verständigt werden. Frau Akpater wandte sich an den obersten Gerichtshof. Das Unerfreuliche war aber, der oberste Gerichtshof hat der Revision nicht Folge gegeben. Das heißt, das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien wurde bestätigt, mit dem die Klage zur Gänze abgewiesen wurde. Das Hauptargument des obersten Gerichtshofs war, wir haben uns auf eine Entscheidung aus den 90er Jahren bezogen, wo der oberste Gerichtshof in einer ganz ähnlichen Konstellation gesagt hat, dass die Pflichtteilsberechtigten zu verständigen sind. Und zu dieser Entscheidung hat der oberste Gerichtshof jetzt gesagt, mehr oder weniger, er revidiert das jetzt, das gilt so nicht mehr und es besteht in unserem Fall keine Verständigungspflicht. Die einzige Möglichkeit, die Frau Akpata jetzt noch hat, ist eine Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dr. Schöberl ist nämlich der Meinung, dass im konkreten Fall das Grundrecht seiner Mandantin auf ein faires Verfahren verletzt wurde, weil sie eben nicht vom Tod des Vaters verständigt wurde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der kann das österreichische Urteil natürlich nicht aufheben, aber der kann sagen, die österreichische Gesetzeslage hat die Menschenrechtskonvention verletzt und kann der Frau Akpata aus diesem Grund Schadenersatz zusprechen und das könnte sich zumindest auf die Prozesskosten beziehen, die sie jetzt zu ersetzen hat. Und die belaufen sich immerhin auf rund 40.000 Euro und Frau Akpata hat keine Rechtsschutzversicherung. Eine bittere Bilanz. Frau Akpata hofft jetzt, dass sie die Verfahrenskosten, die angefallen sind, wenigstens in Raten zahlen kann. Zum letzten Fall heute. In der Nähe von Steyr verfolgen wir seit geraumer Zeit einen Konflikt zwischen einem Hausherrn und seinen Mietern. Es hat klassisch begonnen. Die Mieter regen sich über diverse Mängel wie Schimmel in den Wohnungen auf und wollen weniger zahlen. Der Hausherr beharrt auf der vollen Miete, Gerichte werden eingeschaltet. Es kommt zu Drohungen, Dokumente verschwinden, am Ende steht eine blutige Nase. Wir haben versprochen zu berichten, wie die Gerichte letztlich entschieden haben und das wollen wir heute nachholen. Und mein Kollege Ludwig Gantner hat die Kommentare von beiden Seiten dazu eingeholt. In Pieselwang bei Steinbach an der Steyr hat der Installateurmeister Raimund Kiewek den Bauernhof der Eltern übernommen. Statt sich der Landwirtschaft zu widmen, hat er ihn renoviert und ausgebaut. Dann hat er 10 Wohnungen vermietet. Zwei seiner ehemaligen Mieter haben einen Termin bei Rechtsanwalt Dr. Niedermeier. Renate Silip und Werner Metz hatten mit ihrem Hausherrn eine heftige Auseinandersetzung. Zuerst war das Verhältnis gut, fast freundschaftlich. Dann hätte es in der Wohnung zu schimmeln begonnen und sie beschwerten sich bei Vermieter Kiewek darüber. Seine Antwort war definitiv mein Haus, mein Gesetz, aus, fertig. Das war definitiv die Aussage, er hat mich dann geschnappt. Kann man abwischen? Ja, das kann man alles abwischen. Und ich habe dann gesagt zu ihm, er soll sich bitte aus meiner Wohnung schleichen, fertig, weil jetzt mag ich nicht mehr. Es war vielleicht ein bisschen unfreundlich, aber daraufhin ist er dann ziemlich unfreundlich geworden. Und das war eigentlich dann
die ganze Geschichte von der Eskalation. Wir haben Herrn Kiewek gefragt, wie er den Vorfall erlebt hat. Er beschreibt sich als friedlichen, manchmal etwas gutgläubigen Menschen, der sozial Schwachen eine Wohnmöglichkeit bietet. Er hätte Herrn Metz damals darauf angesprochen, dass er ihm Geld für die Miete schuldet. Und der wäre dann aggressiv geworden. Das ist eigentlich um das gegangen, dass die Miete fällig war. Und er wollte sich halt da weigern und hat halt einen Grund gesucht, dass er die nicht zahlen muss. Genau, dass er die nicht zahlen muss. Und ist halt dann ein bisschen zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Er hat mich von hinten richtig gehend erwischt. Hat mich am Hals gehabt, hat mich aus der Wohnung hinausgeworfen und hat mich, ja, ich sag's jetzt einmal so, am Boden detonieren lassen. In den verbalen Streitigkeiten hat er jetzt so aus, wissen Sie, aus Wut im Prinzip gegen einen Kassel geschlagen und, ja, und ist dann im Prinzip mit dem Rücken zum Fallen gekommen. Ja. Ja, und dann hat er aber gesagt, dann hat er so gemacht, wie wenn ich ihn verletzt hätte. Ich glaube, er hat dann ganz kurz umgeschaltet und hat gewusst, was er macht. Und hat dann auslassen. Ja, mir ist ja nichts passiert, ja. Er hat ja keine Verletzungen. Ja. Er ist dann gegangen zu seinen Freunden und die haben dann, wie gesagt, auch im Nachhinein dann für ihn ausgesagt. Ich meine, ich bin ein unbescholtener Bürger, ich habe weder einen einwandfreien Leumund und habe keine Vorstrafen oder dergleichen. Habe nie eine Schlägerei gehabt, bin aber jetzt auch schon 38. Ja. Also, ja, gut, ist halt so, ja. Frau Silib und Herr Metz sagen, sie wären vom Hof quasi geflohen und hätten die Nacht im Auto verbracht. Freunde hätten sie dann aufgenommen. Dann haben sie eine neue Wohnung in Steyr gefunden und wollten ihre Einrichtung aus Pieselwang von einer Umzugsfirma abholen lassen. Frau Silib, was mich interessieren würde, Sie kommen jetzt dann zurück in die Wohnung nach diesem Vorfall und alles ist leer. Es war nicht ganz alles leer. Mhm. Es war ein Klobesen und zwei Vorhangstangen waren noch da. Also, aber nein, nicht mehr bewohnbar. Es war kahl, ja. Ne? Ja. Ja, ich meine, ich habe gleich mal Sie angerufen, dann habe ich die Polizei angerufen. Die haben es nicht der Mühe wert gefunden, auf den Bauernhof zu kommen. Mhm. Ja. Die Leute von der Umzugsfirma sind da gestanden wie begossene Budeln. Die beiden wollten nicht akzeptieren, dass das alles für den Hausherrn ohne Konsequenzen bleiben soll. Der hat mich zusammengeschlagen, der ist nicht festgenommen worden. Die Rettung sagt, ja, fahren Sie halt mit. Zwei Wochen später, die Möbel sind weg. Die ersten Möbel sind weg. Mhm. Und die Elektrogeräte. Nur eine Woche später, alle Möbel sind weg. Ja, ist ja kein das Wunder. Glaubt das einem niemand. Das heißt, Sie glauben, er hat selber seine Wohnung geräumt? Richtig, er hat selber seine Wohnung geräumt. Ich meine, da gibt es ja sogar mehrere Zeugen. Ich habe ihn gesehen, es haben mehrere Zeugen gesehen, dass er im Prinzip seine Sachen sukzessive ausgeräumt hat. Ja. Und also weiß er nicht, was er will. Frau Silib sagt, dass auch eine Mappe mit vielen Dokumenten aus der Wohnung weggekommen ist. Lange danach kam ein unerwarteter Anruf aus einer Nachbargemeinde. Dort wurde die Dokumentenmappe in einem Altpapiercontainer gefunden. Haben Sie irgendetwas mit dem Verlust der Dokumentenmappe zu tun? Nein. Wissen Sie irgendetwas davon? Ja, ich weiß, dass Sie angeblich verschwunden sein soll, ja. Juli 2016, Landesgericht Steyr. Es ist heute nicht die erste Strafverhandlung gegen Herrn Kiewek. Das letzte Mal wurde er vom Vorwurf der Körperverletzung an Herrn Metz freigesprochen. Ein Mieter sagte zugunsten von Herrn Kiewek aus. Das hat Herrn Metz und Frau Silib damals sehr geärgert. Schlaflose Nacht. Das kann ich mir vorstellen. Heute hoffen sie auf eine Verurteilung wegen der ausgeräumten Wohnung. Die Frage ist, ob er heute überhaupt kommt. Wir haben nur mehr eine Viertelstunde. Wenn er nicht kommt, das habe ich Ihnen eh schon gesagt, dann wird es so sein, dass er mit der Polizei vorgeführt wird, wobei sich der Richter halt aussuchen kann, macht er das gleich oder gibt es einen eigenen Termin, genau. Doch, das ist nicht nötig. Herr Kiewek erscheint pünktlich ohne Anwalt. Frau Silib sagt, dass seine Anwesenheit böse Erinnerungen bei ihr hervorruft. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis dass ich mich halbwegs wieder davon gehabt habe und dass ich rausgehe, habe keiner alleinig. Ja. Also ich habe den überall gesehen, auch wenn es nicht so war, aber für mich ist das einfach so eine Bedrohung gewesen. Und ja, wie gesagt, gesundheitlich, ich meine, von dem möchte ich gar nicht reden. Wir beabsichtigen, dass es zunächst eine Verurteilung gibt wegen dieser strafbaren Handlungen. Also es geht hier um Urkundenunterdrückung, weil Ausweise verschwunden sind, die entsorgt wurden. Und es geht darum, dass die Sachen, also Eigentumsgegenstände, dauernd entzogen wurden. Das war ja alles weg. Übrigens. Da rede ich noch gar nicht von einer Anzuggarnitur oder von einer Trachten. Von einem Trachtenanzug oder von einer, nachdem wir sehr viel Outdoor unterwegs sind, von einer kompletten Malamutgarnitur.
Von dem reden wir da noch gar nicht. Da geht es einfach wirklich um Möbel, Küche, Geschirr, Besteck. Schmuck. Schmuck. Fotos, was nimmer. Egal was. Es ist ja alles unwiederbringlich. Die Verhandlung ist logistisch gesehen nicht unkompliziert. Frau Sidlip und Herr Metz haben dem Richter gesagt, dass sie sich so vor ihrem Ex-Vermieter fürchten, dass sie nicht gleichzeitig mit ihm im Verhandlungssaal sein wollen. Das führt zu einem ungewöhnlichen ständigen Kommen und Gehen, zu einer Art stille Post. Nach der Verhandlung, Herr Kiebeck ist sich keiner Schuld bewusst. Die hätten nirgends eine Wohnung bekommen. Ja? Ich war da zu gutmütig und habe die Leute hereinlassen in die Wohnung und wollte ihnen eigentlich eine Chance geben. Ja? Nur haben wir die im Prinzip von vorn bis hinten verarscht. Ja? Der Herr Metz will 84.000 Euro, hat er am Anfang haben wollen. Der Rechtsanwalt ist jetzt, glaube ich, auf 500 Euro, glaube ich, runden, was jetzt noch, oder symbolische 100 Euro. Ja? Also, was sagt das aus? Ja? Das Ganze, ich meine, es geht rein ums Geld. Ne? Ja, um wie viel Geld geht es da? Es geht heute um insgesamt und auch bei der nächsten Verhandlung 200 Euro, die wir jetzt wollen, als ausdrücklicher Teilschadenersatzbetrag. 100 Euro für den Herrn Metz, 100 Euro für die Frau Sidlip. Genau, das ist jetzt übrig geblieben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Nein, das ist natürlich unrichtig. Das ist nicht übrig geblieben. Das ist nur das Vehikel, um zu einem Urteil zu kommen. Und ganz kurz, um das anzumerken, Sie stellen hier krasse Behauptungen auf und sprechen von Rufschädigung. Zwei Sachen Rufschädigung sind jetzt passiert in den letzten zwei Minuten bei dem, was Sie ausgesagt haben. Nummer eins, Sie haben es geschafft, selbst Ihren Ruf zu schädigen. Da gratuliere ich dazu, aber das hat mit uns nichts zu tun. Nummer zwei, Sie beschuldigen die Belastungszeugen, falsche Aussagen zu machen und unterstellen ihnen in Wahrheit, falsche Behauptungen aufzustellen, weil Sie Geld von Ihnen wollen. Ihnen muss klar sein, das kann eine Verleumdung sein und wenn sich herausstellt, dass das nicht stimmt, gibt es mit Sicherheit das nächste Strafverfahren. Na gut, aber ich kann bitte, das Gleiche kann ich auch behaupten. Ich kann da bitte, glaube ich, Verleumdungen kann ich, glaube ich, fünfmal mindestens sogar beweisen. Ja. Nein, Sie haben jetzt angegeben, wir haben das auf Protokoll und wir haben das in der Kamera. Es hätten drei Zeugen bestätigt, dass der Herr Metz und die Frau Sidlip das selbst abgeholt haben. Das ist falsch. Ein anderer Mieter will gesehen haben, dass Herr Metz seine Wohnung selber ausräumen ließ. Dieser Zeuge hätte sich aber bei Gericht in Widersprüche verwickelt und verdächtige Dinge von sich gegeben. Und ein Wort auch noch zu Ihrem berüchtigten oder berühmten Entlastungszeugen, Entschuldigung, den Sie soeben in den Mund genommen haben. Der hat interessanterweise, und das haben alle Anwesenden gehört, und das ist auch so im Protokoll, dem wird vorgeworfen, er hätte gemeinsam mit Ihnen die Eigentumsgegenstände meiner Mandanten entsorgt. Und auf die Frage des Richters, ob er das gegenüber einem anderen Zeugen bestätigt hätte, sagt er nicht, das war ich nicht, sondern sagt interessanterweise wortwörtlich, so blöd bin ich doch nicht, das werde ich doch nicht gesagt haben, da würde ich mich selbst damit belasten. Ich glaube, das spricht für sich selbst, da braucht man gar nicht mehr dazu sagen und ich bin mir sicher, das Gericht wird das entsprechend würdigen. Nein, er hat nur auf eine blöde Frage eine blöde Antwort. Auf eine blöde Frage des Richters. Danke, das wird den Richter freuen. Das war eine Frage des Richters. Nein, er hat das sicher, es war nicht unbedingt klug, diese Aussage, aber das war wirklich nett, das hat er nur so lustig gemeint. Ja. Wir halten fest, eine blöde Frage des Richters hat eine blöde Antwort bekommen. Danke, das ist Ihr Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Nein, das war, ich habe nicht gesagt, dass das unbedingt gescheit war von ihm, aber das war einfach, er hat so auf dort gesagt, na, so, ja, man so, so auf dort, wie man, wissen Sie, was ich meine, das ist, ja. Für heute ist Schluss. In der nächsten Verhandlung soll noch ein Sachverständiger gehört werden. Dann soll es ein Urteil geben. Juli 2017 in Pieselwang. Herr Kiebeck erzählt uns vom inzwischen rechtskräftigen Urteil in seinem Strafverfahren. Ja, ist alles ausgegangen, indem ich bin freigesprochen worden zur Gänze. Ist auch in zweiter Instanz bestätigt worden. Und ich bin auch davon ausgegangen. Also es war für mich auch klar, dass ich freigesprochen werde zur Gänze. Von welchem Vorwurf? Ja, vom Vorwurf der Möbelentziehung, ne? Oder irgendwie, genau, oder ja, glaube ich. Ne? Der Anwalt der Mieter bestätigt das Urteil. Er beschwert sich darüber, dass er zur Berufungsverhandlung nicht geladen war und so neue, wichtige Zeugen nicht gehört wurden. Er meint, es wäre für Herrn Kiebeck eine knappe Sache gewesen. Grund für den Freispruch war Mangel an Beweisen. Der Richter hat gesagt, es gibt ein allgemeines Gebot, im Zweifel zugunsten des Angeklagten. Verurteilen darf ich nur, wenn die Schuld zweifelsfrei feststeht. Richter hat gesagt bei der Begründung, Sie sind mir bekannt, ich glaube Ihnen nicht allzu viel, aber dieser Beweis ist mir nicht erbracht worden, im Zweifel muss ich Sie freisprechen. Doch der Fall ist damit nicht erledigt. Dr. Niedermeier hat eine Zivilklage gegen Herrn Kiebeck eingebracht. Ich habe jetzt vor kurzem eine Klage bekommen. Der will zivilrechtlich, obwohl er
strafrechtlich nicht einmal 100 Euro zugesprochen hat bekommen. Nicht einmal 100 Euro hat ihm der Richter zugesprochen. Will er jetzt zivilrechtlich, ich meine, ist mir zwar ein bisschen komplettes Rätsel, ich meine, für mich lächerlich, ja, komplett, ja. Will jetzt auf einmal, ich glaube, um die 30.000 zivilrechtlich einklagen, ja, ohne aus welcher Grundlage auch immer, ja. Wenn seine Mandanten das Zivilverfahren gewinnen sollten, würde Dr. Niedermeier den rechtskräftigen Freispruch von Herrn Kiebeck neu aufrollen lassen. Natürlich ist es so, wenn sich im Zivilverfahren herausstellen sollte, dass der Richter sagt, für mich ist es klar, der war das, dann ist das ein Wiederaufnahmegrund für das Strafverfahren. Das heißt, dann kann die Prüfung bezugnehmend auf eine gerichtliche Bestrafung nochmals aufgenommen werden und schlussendlich auch zu einer Verurteilung führen. Wann, glauben Sie, wird das alles abgehakt sein? Es wird dann abgehakt sein, wenn die zwei Personen, die mich da ständig klagen, endlich einmal irgendeine Arbeit finden, dass sie andere Beschäftigung haben anscheinend. Die haben anscheinend keine andere Beschäftigung, als wie dass sie, weiß ich nicht, dass sie Leute, sie haben anscheinend keine andere Beschäftigung, als wie dass sie Leute auf die Nerven gehen, mehr oder weniger. Ja. Frau Sidip sagt dazu, dass sie seit langem einen festen Job hat. Sie hofft jetzt darauf, dass das Zivilgericht den Fall anders beurteilt.